Hey Leute, wir spielen heute wieder Lego Star Wars 3, The Clone Wars. Und gerade wo ich hier so rumgelaufen bin, habe ich hier Folgendes gesehen. Wenn ich spiele mal so ein, damit ich nicht abgeknallt werde. Oh, hier kann ich was aufbauen. Oh ja, und das bauen wir natürlich direkt auf. Und dann, ja, ich frage mich mal, was das ist, weil... Weiß nicht, was könnte das sein? Eine Tür auf jeden Fall. Eine Tür ist das auf jeden Fall schon mal. Und das, ich komme nicht am Gate ran. Das Gate ran, na gut, egal. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Tür und gucken, was hier so drin ist. Und, coole Musik hier, nice Fahrstuhlmusik und, ich weiß, was das ist. Ja, ich denke, ich weiß, was das ist. Das haben wir schon auf der anderen Seite, also auf der guten Seite. Das sind diese komischen Bodenkämpfe von auf dem komischen Planeten. Ja, da brauchen wir erstmal ein Raumschiff überhaupt, um das kaputt zu machen. Aber ja, das haben wir schon eigentlich freigeschaltet. Das müssen wir eigentlich nicht nochmal freischalten. Und dann war hier noch natürlich was, was sie noch freischalten wollten, glaube ich. Moment, was kommt da raus? Was kommt da raus? Nix. Ah, doch. Ich dachte schon. Und was ist es? Minikit-Detektor. Oh ja, das brauchen wir unbedingt. Nice, ey. Schon unser zweites extra nice. Den Minikit-Detektor brauchen wir natürlich, wenn wir jetzt die Level alle nochmal durchgehen wollen. So, wir waren ja noch gar nicht auf der linken Seite. Hier kann man ja mit der dunklen Macht irgendwas hochheben. Und dann können wir auch mal gucken, was das hier für ein Ding ist. Zweihändig. Ja, wir haben ja sowieso kein Geld, deswegen müssen wir das sowieso nicht kaufen. Zweihändig hört sich auch ziemlich unnötig an. Also brauchen wir eigentlich rein gar nicht. So, was gibt's denn hier? Aha, R2 und... Oh, guck mal, eine Tür, die wir zusammenbauen können. Nice, nice, was ist da wohl drin? Oder brauchen wir da noch zweites Ding? Nee, das gilt schon für beide. Wieder schöne Fahrstuhlmusik. Yeah, schön hier. Da freut sich auch R2. Aha, ja, sieht komisch aus hier. Nach unten kann ich nicht. Dann, was ist das denn hier? Achso, das ist die Command Base hier. Und hier kann man... Achso, hier ist wieder so ein Ding auch. Okay, und ein paar Schalter, die irgendwas machen wahrscheinlich. Ich würde aber auch gerne wissen, was die machen. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Guck mal, hier ist General Grievous. Hallo. Den können wir ja auch kaufen. Nice. Und ein Staubsauger. Nice, den haben wir auch gebraucht. Eigentlich nicht. Okay, und hier ist noch ein Besenschrank. Perfekt, genau den brauchen wir. Perfekt. Und hier oben konnte ich auch noch irgendwas anzaubern. Achso. Noch ein roter Stein kommt da runter. Genau. Was gibt's da? Dunkle Seite. Aha, interessant. Brauchen wir aber auch, glaube ich, gerade nicht. Und hier ist nur so ein Level-Dingens. Gibt's hier nicht sonst irgendwas oder so? Bin ich ein bisschen enttäuscht von, aber ich glaube, hier gibt's ja noch was. Hier unten, oder? Ja, kann man durch die Tür. Oh, Kopfgeldjäger. Oh, da brauchen wir einen Kopfgeldjäger. Warte, hier schwirrt doch irgendwo einer rum, oder nicht? Da sehe ich ja seinen Hut. Mal sehen, wie teuer der ist. 250, das können wir uns kein bisschen leisten. Ja gut, dann müssen wir wohl ohne den leben. Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Aber egal, dann müssen wir eben noch einen schnellen Level machen, damit wir genügend Geld haben, um da weiterzukommen. Dann machen wir mal ein Level nochmal. Irgendein erstes Level. Ich weiß aber nicht welches. Ich würde sagen das hier, weil wir das lange nicht mehr gespielt haben. Perfekt, natürlich freies Spiel. Wieso sollten wir die Story wieder machen? Und ich spiele natürlich Count Dooku, weil der ein cooler Typ ist. Und natürlich kriegen wir auch noch ein paar andere Charaktere dazu hingeschmissen. Ach so, das war so ein Ding. Na gut, aber wir müssen uns ja nicht um die Kämpfe kümmern. Denn wir folgen einfach den Pfeilen. Oh, ich sehe 3 Trilliarden Pfeile. Oh, 1 von 5. Nice, ey. Also wir müssen erstmal hier nur rumfliegen. Und was ist das hier? Das sieht auch interessant aus. Oh, nur Kopfgeldjäger. Gut, dass wir keinen Kopfgeldjäger haben. Oder vielleicht haben wir ja einen Kopfgeldjäger schon. Mal sehen, wenn wir einen Kopfgeldjäger haben, dann müssen wir den spielen können. Aber nee, leider nicht. Deswegen schwirren wir einfach mal weiter und ja, dann haben wir wahrscheinlich einen, verfehlen wir wahrscheinlich einen Minikit schon mal. Aber die restlichen sollen wir noch bekommen. So, 2 von 10. Ja, da oben, das sieht auch interessant aus. Wie kommt man da oben hin? Ah, warte. Kann ich hier rüber einfach? Ja, tatsächlich. Und hier brauchen wir einen kleinen, zum Beispiel Yoda. Komm her, Yoda. Zum Glück ist Yoda so klein, er kann sich überall reinkriechen. Und hier gibt es auch noch einen Stein zusätzlich. Das ist ja lustig. Komm mal her, Steinchen. Und das Ideale ist, hier in dem Spiel kann man auch einfach hier jederzeit hier speichern und verlassen. Oh, diese Neuerung, ne? Man muss die Level nicht einfach nochmal 30 Mal nochmal spielen. Das finde ich richtig nice. Und ich habe mal ich habe alle verpasst, natürlich. Yoda macht übrigens lustige Geräusche, wenn er springt. Nee, nee, nee. Wie so ein Gnom oder so. Okay, dann versuche ich hier nochmal richtig jetzt zu rutschen. Ein bisschen weiter links war das ja. Oh nein, oder rechts. Oh nein. Okay, also ein bisschen rechts davon, von dem Schalter. Und hier, hä? Doch, links? Ah, ich muss, glaube ich, exakt mittig von dem Schalter drauf fahren. Ich nehme mal einen Charakter, der ein bisschen
fetter ist, weil der vielleicht Schalter besser drücken kann. Oh ja, 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 das sieht gut aus. Das, nein, nein, nein. Oh, okay, aber wir brauchen nur noch zwei. So, der sollte, glaube ich, am fettesten sein. So, mich rantasten, immer weiter rantasten. Schön mittig drauf zudingsen und dann hoffentlich kriege ich alle Schalter. Ja, ich habe einen und, oh, den letzten habe ich nicht. Aber vielleicht kann ich mich da einfach ran, schon mit, nee. Okay, jetzt wird spannend. Den letzten Schalter, kriegen wir den oder kriegen wir ihn nicht? Okay, ich muss mich hier ganz konzentrieren. Okay, ja, nicht einfach so stehen bleiben. Jetzt wurde, ja, ja, nein, was, oh. Jetzt wurde ich so, backen mir ein bisschen zu sehr rum, deswegen, was, oh, wieso kann der manchmal laufen da drauf? Wisst ihr was, ich drücke jetzt einfach mal rein, gar nichts. Vielleicht funktioniert das, ja? Ja, tatsächlich, ich muss einfach rein gar nichts drücken, also noch nicht mal versuchen, mich hier zu lenken oder so. Und damit haben wir ein Medikit, nice, das zweite schon, von 3 Millionen und das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Und, oh ja, genau. Die explodieren einfach, die Dinger, die ich hier benutzen wollte. Kein Problem, dann explodieren die halt, weil wo sind die nächsten? Da sollten ja immer welche in der Nähe sein eigentlich. Ach, hier rechts sind die. Okay, solange können wir die ein bisschen zerstören hier. Perfekt, und weiter geht's. Njung. Und hier ist schon der nächste Stein, mal kaputt machen. Und hier, was ist das denn hier? Irgendwas können wir hier zusammenbauen. Lustig, lustig. Und ich sehe schon, da brauchen wir dann einen Droiden wahrscheinlich. Wir haben ja alle dabei. Also R2 und C3PO, alle dabei. Die brauchen wir wahrscheinlich, einen von denen. Wir brauchen natürlich den cooleren. Und wir rufen hier was? Wahrscheinlich ein Minikit. Ich stehe schon mal bereit. Und yo, genau das, was wir gebraucht haben. Ein, oh. Sieht, hä? Oh, da war ein Auto und ein paar Münzen. Meinetwegen, dann... Achso, ich muss, glaube ich, den Münzen wieder folgen. Das mache ich mal ganz schnell. Oh nein, das Auto ist kaputt gegangen. Och nee, wieso müssen die denn die Autos kaputt machen? Ach, das dauert mir zu lange hier mit dem Auto. Auch wenn ich... Ah, ich will das... Oh, wieso landet das immer verkehrt rum? Ich kann da trotzdem drin sein. Ja, nice, ey. So, und jetzt... Alter, das ist eine schnittige Karre hier. So, dann muss ich aber noch die anderen Münzen hier einsammeln. Dann kriege ich wahrscheinlich auch das Minikit. Ja, nice, ey. Dann können wir noch die dritten Steine hier kaputt fahren. Wie zum Beispiel das hier. Oh, da war noch ein Busch, den ich zertrampeln muss. Ja, okay, 2 von 5. Nice, nice. So viele Pfeile sehe ich aber gerade nicht. Aber die stacken sich, glaube ich, gerade. Oh, das wollte ich jetzt überhaupt nicht eigentlich. Mist, Mist. Jetzt muss ich alle wieder zu Fuß gehen. Aber hier ist... Ach, zum Glück ist hier so ein Fahrzeug. Und nein, das wollte ich jetzt nicht. Nein. Ja, zerstöre alle feindlichen Gebäude. Brauche ich gerade eigentlich rein gar nicht. Wir gehen ja einfach mal weiter am Rand entlang und hoffen, dass wir auch nicht allzu oft irgendwo gegenstoßen. Ist natürlich sehr nice. So, das noch zerstören. 3 von 5. Und hier rechts ist auch noch eins in der Ecke, hier wahrscheinlich. Hier richtig in der Ecke. Aber, dafür brauchen wir was? So ein Viech. Kann der das machen? Haben wir aber so ein Viech, der das kann? Also der kann das nicht, der kann das nicht. Nein. Ach, der kann das. Oh, dann hat es wohl einen Grund, dass ich den gekauft habe. Perfekt. Ich dachte schon, ich hätte ihn umsonst gekauft. Ich habe den eigentlich nur gekauft, weil er so lustig aussieht. Okay, und hier am Rand gibt es da nichts mehr? Doch. Oh. Das war eigentlich ein bisschen zu knapp, würde ich sagen. Okay, CRPO, dann machen wir hier irgendwas. Machen wir irgendwas. So, oben, unten, rechts, links. Das kann ich mir merken. Oben, unten, rechts, links. Und geholt wird was? Noch ein Auto vielleicht? Ich bin schon mal bereit. Oh, wow. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mach mal was, R2. Moment. Ist ja jetzt nichts was. Ach doch. Ich sehe was. Weil ich durchfahre die eben schnell. So. Ich sehe nämlich einen Knopf. Hoffentlich ist das ohne Zeit. So, dann folge ich mal den Dingern hier. Hier ist der nächste Knopf, ja. Ich folge wieder den Dingern. Das ist so eine Art Rennen, würde ich sagen. Okay, hier ist das nächste Ding. Ja, erstmal drücken. Perfekt. Oh, shit, das geht hier ganz knapp. Also, das geht zum Glück da drum. Und das ist das letzte Teil. Da ich immer, was machen die denn? Och, nicht ernsthaft, oder? Och, nee, ne, die sind so doof. Okay, vielleicht kann ich das auch noch mit dem Ding kaputt machen, drauf, ja, nice, zum Glück. Phew. Ich dachte schon, ich hätte es jetzt verkackt. Ja, solange kann ich ja hier irgendeine Dings kaputt machen. Ja, das kann ich auch noch zerstören. Kommt schon, ja, zieh das an. Oh, dieses scheiß Ding manchmal. Los, schieß. Natürlich, ja, dann mache ich das eben manuell. Ist mir völlig egal, was die anderen da machen. Okay, dann gehen wir mal weiter am Rand entlang und hoffen. Oh. Alter, das ist aber ganz hart an der Kante hier. Also das ist ziemlich gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich das noch retten kann. Wow. Ja, kann ich. Zum Glück. Dann gehen wir hier mal weiter ganz am Rand entlang der Klippe hier.
Das ist ziemlich gefährlich. Achso, hier in der Mitte ist noch was. Ja, kann ich auch eben schnell zerstören. Easy peasy. So, und oh, ich darf nicht in das Ding laufen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Dann zerstöre ich das eben. Okay, ist noch irgendwas, aber keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Ah, das ist doof. Weil in älteren Spielen ist das manchmal so, dass hier mitten in der Luft einfach so Pfeile sind und man weiß gar nicht, wozu die gehören. Da muss man einfach ein bisschen rumfliegen und hoffen, dass man irgendwann mal irgendwas Cooles findet. Oh, das ist richtig gefährlich, hier an der Kante die ganze Zeit rumzulungern. Aber hier ist irgendwas. Hier unten. Ja, genau. Wie soll ich das? Ja, genau, das sieht man auch. Achso, warte, ich kann hier noch ein bisschen runter. Ah. Ich dachte schon, ich muss da jetzt irgendwie mein Laserschwert oder so runterwerfen. Aber nice, ey, dann haben wir das hier auch schon. Eine Medikit und, okay, hier ist noch ein Stein. Ist das der letzte Stein? Warte, dafür brauchen wir die dunkle Macht. Zum haben wir die. Nice, ey. Dann 7 von 10 schon. Nice. Und einen Pfeil sehe ich nur noch da ein. Achso, das sind mehrere übereinander. Ja, das sind 3 übereinander. Und wir uns fehlen ja nur noch 3. Das heißt, ich gehe... Achso, hier ganz unten in der Ecke ist wahrscheinlich 1. Ja, und 10 von 10. Nice, ey. Das Medikit haben wir auch. Dann brauchen wir noch 2 Dinger. Aber ein... Oh, 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 das wollte ich nicht. Nein, mein Geld. Oh, Geld habe ich natürlich auch zwischendurch schon gesammelt. Die stehen aber hier auch sehr ungünstig. Okay, also ein Minikit können wir, glaube ich, nicht bekommen wegen dem hier. Wir haben, glaube ich, noch keinen Kopfgetiger freigeschaltet. Das wollten wir, ja. Kostet 250 und wir haben nur 100 jetzt gesammelt, 100 Geld. Da muss ich hier noch ein paar Gebäude zerstören und dadurch Geld sammeln. Und hier ist auch so ein mysteriöses Teil. Das gehört vielleicht zu dem anderen da. Das vermute ich mal, weil das näher dran ist. Und hier ganz rechts, keine Ahnung, was hier ist. Das Rennen hier haben wir auch schon gemacht. Das kann es auch nicht sein. Und was anderes habe ich ja auch eigentlich nicht gesehen. Da müsste ich vielleicht, oh nein, wieder an der Klippe ein bisschen rumsuchen. Okay, die Gegner habe ich jetzt auch schon erledigt. Also alle zerstören, alles zerstören ist ja die Aufgabe des Levels. Deswegen kann ich das letzte Ding jetzt auch nicht mehr zerstören. Guck mal, mein Auto steht ja auch noch. Aber mit dem Auto haben wir auch schon ein Minikit bekommen. Deswegen hilft uns das jetzt auch nicht weiter. Ja, wir kriegen ja auch irgendwelche komischen Kugeln. Ach so, damit kann man nur die zerstören. Brauchen wir also auch nicht. Ja, nee, dann müssen wir wohl auf die letzten beiden verzichten. Ich dachte, wir kriegen dann vielleicht direkt schon 10 out of 10 beim ersten Level. Dem ist wohl nicht so. Aber dafür haben wir tausende, Trilliarden Minikits bekommen. Und hier kriegen wir auch noch ein bisschen Geld, oder? Nee, das hat kein Geld bekommen, gegeben. Was für eine Verarsche. Egal, wir haben ja 160.000 gesammelt. Das sollte ja auch genügen eigentlich. Oder? Vara Jedi haben wir, ja, haben wir schon ziemlich viel bekommen. Natürlich 100% zwischendurch. Als wenn das nicht reichen würde. Und ich habe schon 200.000. Oh, 210.000 sogar schon. 215.000. Da brauchen wir nur noch 30.000. Das ist ja nice. Also jetzt werden wir auch sehen, welchen Charakter wir hätten freischalten können. Das sieht nach hier der Prinzessin aus. Jo, sieht komisch aus, ohne die Haare. Und ja, Goldenstein kriegen wir einen für Vara Jedi. Und sonst nächstes Jahr, dann machen wir mal weiter. Ach, das Prolog-Level gibt es ja auch noch, ne? Das können wir auch noch kurz machen. Das war ja nicht allzu lang. Dann nehme ich mal wieder den mit der dunklen Macht. Und hoffentlich müssen wir nicht wieder dieses Zeug am Anfang machen. Das wäre ein bisschen nutzlos im Nicht-Story-Dingens. Ne, wir starten direkt hier richtig. Perfekt. Da können wir direkt auch irgendwas anzaubern. Das ist auch nice. So, zum Beispiel die beiden Dinger daran. Zieht ihr erstmal bitte. Okay, eins ist draußen und das zweite bitte auch. Oh, fahr jetzt nicht hin. Und das zweite bedingt bitte auch. Danke sehr. Und da ist ein Minikit. Nice. Also ein Minikit haben wir schon mal. Wir müssen auf, vor allem hier auf Geld gehen. Deswegen, hier ist Geld und die gehen mal weg hier. Jetzt ziehen die nicht alle auf mich. Hier ist Geld. Oh, nice, ey. 25.000 schon. Das reicht, glaube ich, auch schon fast. Also hier hinten sollte auch noch irgendwo Geld sein. Warte, irgendwo. Huch, der ist ja. Achso, wir müssen den schon besiegen. Da haben wir ordentlich was geskippt. Also in der Story hat man viel, viel mehr erlebt. Und den kann man rein hier, ne? Genau. Mit dem kann ich hier ein bisschen rumraisen und dann... Hier hinten war nämlich extrem viel Geld und das will ich eigentlich nehmen. Also ich gehe jetzt nur noch auf Geld. Würde ich sagen, ja, Geld, Geld, Geld. Ja, als wenn hier nicht genügend Geld ist. Hier ist 100%ig zu viel Geld drin. Oh, Alter, 88.000. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Das ist heftig. Und oh, oh, ich muss die Enten da hinten abschießen. Alter, das sind hier viele Enten. Und, oh, da ist noch eine Lilane. Die Lilanen geben natürlich immer noch am meisten Geld. Oh, nice. Geld, Geld, Geld. Und, oh, das können wir auch nicht machen, oder? Das hier. Oh, das heißt, wir müssen da auch wieder rein. Nur bestimmte Charakter wie Robo Nino. Mhm.
Wer kann das hier anzaubern? Also das hier meine ich. Keine Ahnung, wie das dahin gehen soll. Egal, das hier ist Gold, ne? Warte, der hier kann Gold zerstören. Wahrscheinlich. Der stirbt aber vorher, oder? Ach, komm schon. Ich verliere irgendwie kein Geld mehr. Finde ich ganz nice. Wahrscheinlich, weil ich Punkte mal 2 habe. Und das Spiel wusste wohl nicht, ja, soll ich dem jetzt zweifach so viel abziehen oder nicht? Oh, warte, das muss ich auch wieder zusammenbauen. Ah, lol, das ist ja C3PO. Was macht ihr denn da? Das ist ja lustig. Aber schon ein bisschen langweilig hier, den ganzen Goldsachen zu zerstören. Ja, hier gehen wir auch mal zwischendurch lang und holen uns einfach das Minikit, was da so herzlos platziert wurde. Und hepp, nice, ey. Und dann können wir auch hier von hier, warte. Der kann ja sein Laserschwert schmeißen, oder? Oder auch nicht. Warte, dann nehmen wir einfach mal so und der schießt dann da drauf. Oder auch nicht, der will wohl nicht drauf schießen. Kann er von hier drauf schießen? Die wollen irgendwie überhaupt nicht drauf schießen. Das sind komische Leute. Ja, ich will das Level auch eigentlich rein gar nicht hier machen. Deswegen hole ich mir hier die Goldteile und dann verschwinde ich aus diesem Level. Würde ich jetzt so sagen. Ich finde das letzte Goldteil nicht. Oh nee, ist das jetzt in irgendein extra Bereich, wo ich nicht reinkomme? Och ja, ist mir jetzt auch egal. Dann gehen wir jetzt einfach mal zurück. Speichern verlassen. Oh, dieses Speichern verlassen ist echt nice. So, das überspringen wir mal alles. Das brauchen wir jetzt auch rein gar nicht. Oh, guck mal, das wird hier, Luke Skywalker. Cool, dass man den hier auch freischalten kann. Aber ein bisschen unpassend zu Clone Wars. Ist ja auch egal. Perfekt. Und jetzt können wir... Wo sind wir nochmal? Ach ja, wir sind bei dem Bösen. Das ist jetzt ein bisschen... Ah nee, das ist ja genau das, was wir wollen. So, wo ist wieder dieser Bane? Da ist er. Komm her, dich kaufe ich. Nice. So, dann gehen wir wieder nach links. Und dann können wir da auch die Tür öffnen endlich. Alle Kopfgeldjägertüren. Oh, muss ich jetzt jedes Mal diese Brücke hier hochheben? Ist ein bisschen nervig. Aber ich würde sagen, die Folge ist, glaube ich, schon lang genug. Keine Ahnung, wie lang die ist. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns erst beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.